Es geht um die Analyse von Algorithmen und also es gibt dazu schon sehr viele Arbeiten. Es gibt sowohl die theoretische Analyse von Algorithmen als auch sehr viele experimentelle Sachen. Und heutzutage ist das Problem, dass diese experimentellen Arbeiten und die theoretischen oft nicht übereinstimmen. Also die kommen zu komplett unterschiedlichen Ergebnissen. Die theoretischen Arbeiten sagen, wir haben hier einen Algorithmus, der funktioniert nicht, und die Praktiker sagen, wir haben es aber ausprobiert und in Experimenten schneidet der gut ab. Dazu sollte man als erstes den Grund identifizieren, warum gibt es eigentlich diese große Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis. Und der Grund ist, dass Theoretiker sich normalerweise nur den Worst Case angucken. Worst Case bedeutet, stellen Sie sich vor, Sie haben ein Problem, Sie möchten eine Rundreise berechnen. Sie haben verschiedene Städte in Deutschland, die möchten Sie alle nach und nach abfahren, und Sie suchen die kürzeste Rundreise, die Sie durch alle Städte führt. Und in Experimenten ist es jetzt vielleicht so, Sie nehmen sich eine Deutschlandkarte, nehmen irgendwie die Städte und gucken, wie Ihr Algorithmus darauf funktioniert. Der Theoretiker wird sagen, das reicht mir nicht aus. Ich möchte, egal wie die Städte liegen, also egal wie die angeordnet sind, es muss immer gut funktionieren. Und das ist halt ein sehr ambitioniertes Ziel, was auch oft nicht funktioniert, weil es gibt sehr viele Algorithmen, die funktionieren. Zum Beispiel, wenn Sie die Städte von der Deutschlandkarte nehmen, funktionieren die sehr gut. Aber wenn Sie jetzt die Städte irgendwie vollkommen beliebig anordnen dürfen, dann können Sie ein Beispiel finden, wo der Algorithmus nicht funktioniert. Das Hauptziel dieses Projektes ist es erstmal, überhaupt zu verstehen, warum gewisse Algorithmen gut funktionieren und unser theoretisches Verständnis zu verbessern. Und wenn das gelungen ist, dann ist es sicherlich später auch möglich, Rückschlüsse daraus zu ziehen, die uns auch helfen, Algorithmen tatsächlich in der Praxis zu verbessern, das heißt, die zum Beispiel schneller zu machen. Ja, also ich hoffe, dass wir jetzt in den 5 Jahren, in denen das Projekt läuft, auch gute Fortschritte mit dem Projekt an sich machen und dass wir dann ja, diese neue Forschungsrichtung auch etwas mehr etabliert haben. Dass also vielleicht auch insgesamt in der Theorie nicht mehr zu sehr auf den Worst Case geguckt wird, sondern dass dieses neue Analyseverfahren, in dem halt Zufall ins Spiel gebracht wird, sich weiter etabliert und ja, dass unsere Arbeitsgruppe hier da halt auch eine entscheidende Rolle bei der Etablierung dieses neuen Konzeptes dann spielen wird in den nächsten 5 Jahren.